Hallo Leute, mein Name ist Sozialer Instock und damit herzlich willkommen zurück zum Pokémon Karten Game. Heute ist Freitag und heute ist auch für alle Pokémon Fans eine kleine Info. Bei Lauri Link mache ich mit bei einem Livestream. Wir spielen Pokémon Schwert und Schild als auch Super Smash Bros. Also da könnt ihr euch Spaß haben. Der Stream wird am Abend stattfinden, also wahrscheinlich wenn dieses Video läuft. Also macht euch gerne Spaß und Fun und seid dabei, denn wir machen einiges dort vermutlich. Naja, ich kann ja nicht in die Zukunft sehen. Auf jeden Fall spielen wir heute weiter mit dem Deck und wollen endlich mal weiterkommen. Also spielen wir heute. Und im letzten Part hatten wir wieder einen Ehrenspieler, der gespielt hat ohne GXs. Es tut mir immer wieder weh, wenn ich so eine Person leider besiegen muss. Farbigel und Chioxix. Ich nehme Farbigel, denn der kann ja mit seiner Fähigkeit andere Karten ausnutzen. Auch so eine Karte, die harmlos aussieht, aber man nicht unterschätzen sollte. Suicune GX. Es gibt eine Suicune GX. Autsch. Kalexo GX. Warum gibst du oft Sonderform von Kalexo? Wenn ich fragen darf. Kalexo ist noch nicht mal in den Top 10 der Pokémons. So, zeig mir deine Handkarten. Alles klar, der hat einen Tausch. Das Problem ist diese GX. Alles klar, der ist effektimmun. Gar nicht so OP. Immer noch keine Sonderkarte. Die Hauptpause kann ich nicht nutzen. Ich kann nur Unterstützer ausnutzen. Super bei einer Klasse. Amphize. Schon 100. Keine einzige. Dafür die Geiger weg. Na klasse. Wie viel Pech hab ich denn gerade? Ich werde es überleben, aber nicht lang. Da ist eine weitere Unlicht. Und das Kalexo wird weggeräumt. Was? Das hat doch nur Effekte, aber kein Angriff. Nee. Auf so einen Kampf lasse ich mich nicht noch einmal rein. Wir hatten schon Mewtwo mit so einer Verarsche. Das war eine Karte, die keinen Angriff hatte, aber trotzdem angreifen konnte. Nochmal spiele ich dieses Spiel nicht. Karten, die angreifen,
Sachen haben, die sie eigentlich nicht haben. Well, Gravity. Interessanter Name. Doch es wäre auch schön, wenn du mal endlich die Münze werfen würdest. Na bitte, geht doch. Yes, ich bin Zweiter. Damn it, was für ein Flop. Alle Pokémon Center Damen. Nur 5 von ihnen, die ich nicht nutzen kann. Jetzt muss ich nur Band und Finsternis Energien. Oh, ich hoffe, ich krieg gleich mit dem Zug wenigstens ein weiteres Pokémon. Hab die echt schlechten Karten gezogen. Ja, das musste ja irgendwann passieren. 2-2. Hespio ist immerhin besser als Pimpfuni. Oh, du Schande! Das kann einen 2. Nö. Sorry, aber nö. 2 dieser Hypnose-Typen, die jedes Mal hier auf Hypnose setzen. Wie soll ich dann bitte schön meine Pokémons auswechseln? Was war das denn für eine dreiste Taktik? Die Münze habe ich sogar mal im Real Life gesehen von ihm. In einem Comicbuchladen. Männer. Die Jäger. Ei, ei, ei. Na klasse. Rückzugskosten bis zum geht nicht mehr. NN Professor. Wie viele Unterstützer hat der? Pokekids scheint anscheinend sehr gut zu sein, sonst würde die nicht so oft erwähnt werden. Ja, 2-2. Ultramel Crossmark. Oh, das sind alles Metall, Leute! Ich habe schon wieder einen Gegner mit Suicune. Ganz ehrlich, ich will einen richtigen Gegner für diesen Part mal. Und nicht so einen Gegner, der irgendwelche dreisten Nummern rauszieht. Am liebsten wäre mir natürlich so ein Fairplay-Spieler, aber dann würde ich die Jigs ungern einsetzen. Aber es gibt ja auch Player, die mit normalen Karten gegen Jigs auskommen. Wie bewiesen wurde. Schwert und Schild. Person. Er hat die Sondermünze aus dem Pack. Man fuck so. Der braucht keinen Rückzug. Das ist sehr gut. Gegen Bossfisch. Diffdorn. Oh. Giftschock. Glück habe ich den Pokémon Fanclub. Aber wen schicke ich rein? Ich würde sagen Stinking. Das ging schon mal mit 2 Energien aus. Mit einem Schutz. Setze die Fähigkeit kleiner Nasche ein und hole mir den Pokémon Fanclub gleich zurück. Da
damit ich sie gleich wieder nutzen kann. Er kann ja auch angreifen von der Bank aus. Mafaxus ist eigentlich eine sehr gute Karte. Hier haben wir ein Schwert- und Schild-Pokémon, Kamehubs. Kleiner Treffer. Dann hole ich nochmal zwei Karten raus. Dann einmal den Wunsch. Und wen nehme ich noch? Dialga ist nicht gerade die beste Karte, muss man dazu sagen. Mionetta, die ist gut. Die sieht ja nicht so aus, aber die ist sehr gut. Immer noch nichts richtig tun, also. Und ich aktiviere die Fähigkeit jetzt nicht, da ich eben eine nicht Energie brauche. Dialga ist nicht so schlimm. Superball, alles klar. Relaxo V! Oh weia. Relaxo V ist sehr beliebt. Ich habe im Real Life die V-Max-Karte von Relaxo. Und das Pokémon wurde entwickelt in Kalamem. Alles klar. Und ein Kabi. Toll. Ich habe eine Entwicklungsreihe. Oh yeah. Jetzt kommen auch mal vernünftige Energien rein. Sehr gut. Aber mir fehlt leider noch eine Finsternis-Energie, um angreifen zu können. Das heißt, ich muss nochmal Kletterkost einsetzen, oder? Ich nutze die Kombination mit Maro. Ihr merkt, mein Deck ist hauptsächlich auf Schlinking gesetzt, aber auch andere Karten funktionieren gut darauf. Relaxo V wurde gesetzt. Dass so viele Relaxo V haben, vermute ich, dass diese Karte vermutlich jetzt für Anfänger gut verteilt wird oder sehr oft zu ziehen ist. Wow. Ja, dann nutze ich die Mao-Trick. Hol mir die Bestien-Energie. Dann noch die Unlicht nach vorne. Rüste schon mal eine für ihn aus. Ihr könnt euch schon ahnen, was ich vorhabe. Und hier. Damit bin ich bereit. Ich kann anfangen zu fressen. So leicht, du darf auf jeden Fall nicht fertig werden. Das hat hinfallen. Und ein Hinfaller wird ganz schön wehtun. Giovanni, och nö. Killer na klasse. Aber wenn er die einsetzt, schläft eben auch sein Pokémon. Das ist der Haken an der Sache.
Der erste geht fliegen. Oh, oh. Ich wurde vergiftet, da ich ihn besiegt habe. Jetzt brauche ich die Pokémon Center Dame. Wenn er jetzt auf mich fällt, wird es weh tun, aber nicht töten. Oder einfach doch. Oh, naja, ich glaube ja. Der hat meinen Schutz weggeräumt. Na klasse. Ja, das Sinnfall wird mich töten. Shit. Sowas Doofes. Ich muss den Abseitsbund bringen. So, der ist unter Abseitsbund. Der könnte mich nochmal mit Schlafen hinhauen, aber... Er hat einen Abseitsbund drauf. Die meisten kennen diesen Trick nicht. Und genau deswegen ist er so OP. Das Solaxo wird drauf sterben, aber wird er angreifen? Ich vermute, dass er angreifen wird. Boah, das ist OP. Dieser Verzehrer. Hei. Ja, er fällt nochmal hin. Geht schlafen. So, Schluss mit lustig. Er ist tot. Abseitsbund. Und meine Absicherung ist am Start. Zweifach. Die Evolutionsreihe fliegt. Kriegt dafür gute Hilfe. Und zwar eine Doppelenergie. Und die brauche ich auch. Und jetzt kann ich schon angreifen. Aber der kann auch angreifen. Das ist ein Problem. Aber ich musste angreifen, damit der überhaupt Schaden bekam. Mies, das ist mies, dieses neue Pokémon. Die haben immer so starke Attacken, wenn man die entsprechend auflädt. Der hat anscheinend eine Menge Doppelenergie drin. Wie lange kann ich es am Leben halten, ist die Frage. Ich glaube, das wird schief gehen, wenn ich Pech habe. Wenn die drauf geht, hat er gewonnen. Das ist das Problem. Ich gehe nochmal auf sicher und tausche aus. Der wird ja sterben, aber er kriegt nur zwei Preiskarten dafür. Das ist der Vorteil. Statt drei.
Ja, und ich greife mit kleiner Nage an. Geht schief. Leider. Sonst hätte ich mir eine Doppelenergie holen können. Oder die Karte tausch. No, sein Swabble entwickelt sich. Superior and gone. Hab keinen Schwert mehr im Deck. Yes, ja, Attacke ist fertig. Das ist meine einzige Chance. Ich brauche ein Pokémon, das was 200 Schaden abkriegt, und ich würde sagen, sein Killer ist mein Opfer. Nein, er ist aufgewacht. Mein Plan läuft schief. Mein Plan läuft schief. Das hätte. Das, hey, das war aber knapp. Sie überlebt es! OMG! Jetzt habe ich ein ernstes Problem. Der wird mich killen im nächsten Zug, wenn ich mir nicht was einfallen lasse. Dieser Kalms. Von kein Wellenplatsche, aber. Ihr hat mich. Gut gespielt. Der hat richtig gut gespielt. War ein echt schönes Match. Das war ein Gegner, der gut gespielt hat und nicht irgend so eine doofe Methode angewendet hat. Ja, Niederlage leider. Aber ich habe mich gut geschlagen. Das wird auch belohnt. Wir versuchen es erneut. Gegen einen Wassergegner. Mit einem Standard-Skin. Der Gegner lädt das Spiel, alles klar. Also schon, ich krieg so einen geschenkten Sieg.
Olin Slave oder wie du auch heißt, bitte bestätige mal. Ach ja, vielen Dank. Yeishi und Mionetta. Sehr schöne Karten. Sehr schöne Karten. Ich würde sagen dann, beginnen wir mit Yaishi, der gleich im nächsten Zug seinen Abseitsbund fertig hat. Für den Fall, dass er eine GX hat oder so. Von Center Dame. Ja, das sind Standardkarten. Kein schlechter Anfang. Ich glaube, das wird ein Sieg. Wir haben immerhin ein Pokémon dabei, was einen Abseitsbund kann. Schade, dass man nur eins im Team haben darf. Sumpex EX. Oha. Gut, dass ich Yaishi gewählt habe. Sehr gut sogar. Ja, dann kriegt er erstmal die Ausrüstung. Ziehe ich neue Karten. Hab sogar Absicherung. Und kämpfe diesmal ohne Sonderkarten. Das ist mal was ganz Neues. Ohne GX oder so. Das ist mal endlich ein Ehrenmatch. Na gut, ich nutze den Abseitsbund, also eigentlich ist es keine Ehre. Wenn man es so nimmt. Oh, nein, 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 nein. Der ist schon fertig. Ernsthaft? Lächerlich. Also das war gerade ein Troll vom Spiel. Es ist unmöglich, gleich vier auf einmal zu finden. Nicht mal ich habe das Glück gehabt mal. Und plötzlich so, hä? Wir holen vier raus und killen. Warum haben alle plötzlich Wasserdecks? Es gibt eine Wasserquest, aber die kann man auch so lösen. Also das war gerade eben sehr lächerlich. Leider muss ich es gesagt haben. Ja, ich muss Ditto einsetzen. Ditto. Sabinas Vorschlag, Professor Kukui. Ach du Schande. Das sind schon miesere Karten. Arktos. Seine Preiskarten hat er aufgedeckt. Der hat keine Jigs dort. Alles klar, aber ein Schmetterhammer. Na pass. Ist das einer ohne Jigs? Ein Ehrenspieler? Wir werden es herausfinden. Halt, ich kann ja angreifen, ich dusse. Oh, fehlt. Also heute hat mich das Spiel nicht gern. Das ist eindeutig.
Der Pokémon Fanclub. Jetzt wird sich zeigen, was der für ein Spieler ist. Jawohl, er ist ein So-Spieler. Dafür gibt's erstmal den Smiley und das Herz und ein schönes Deck. Wir haben einen So-Spieler vor uns. Also einen ohne Jinxes und das ist irre klasse. Wir haben einen Ehrenspieler. Ich will das nicht tun. Ich will das nicht tun. Ich setze sie zur absoluten Notfall. Am liebsten wäre es mir, den Kampf ohne die zu gewinnen. Versuch diesmal das Match ohne großartig Jinxes zu gewinnen, wenn möglich. Sein Fluna wurde fertiggestellt. Okay. Die ist gegen Jinxes sogar ausgerüstet. Was? Oh, come on, ich wollte die gar nicht einsetzen. Na gut, wenn du die Jinxes haben willst. Gebe ich dir Jinxes. Du hast es so gewollt. Tut mir leid. Tut mir leid, aber du hast es so gewollt. Du hast sie eingetauscht, also nicht meine Schuld. Ich wollte es vermeiden. Dreimal Wasserenergie. Na, ich hätte die Haupt lieber nicht spielen hätten sollen. Daran kann man jetzt nichts mehr ändern. Und dementsprechend habe ich auch jetzt Pech. Ich weiß genau, wenn mein Schlinking fertig ist, war's das. Team Flair Hupe. Der klaut mir meine Spezialenergie. Na klasse. Und macht sein Eis finden wieder. Mama mia. Ach, jetzt kommen natürlich Energien zum Vorschein. Ja, ich bin gleich ready. Wenn er nicht noch ein Team Flair hat. Oder sowas ähnliches. Yeah.
einschließlich Schaden, der von Pokémons durch GX EX zugefügt wird. Dammit, noch eins. Aber ich kann ihn nicht einfach so tauschen. Das ist das Blöde. Der wird es eiskalt ausnutzen. Wortwörtlich. Das ist Schrott. Aber mir bleibt keine andere Wahl. Ich muss Schlinking austauschen. Seine gesamten Energien opfern. Ah, halt, sein Spezialeffekt wird ja reduziert. Zwei Metallfliegen. Jetzt gibt es den Folienschlag. Sein Plan war vermutlich, die GX auszunutzen. Mit seinem normalen Deck. Schlau, du dachtest, eine wunderschöne Karte, aber ich habe mitgedacht. Weil ich eigentlich das kämpfen wollte. Ach, na super, der kann nach Trainerkarten suchen. Aber wenn du so spielen möchtest, dann kann ich gern so weiterspielen. Was machst du jetzt? Oh. Alles klar. Hätte aufgegeben. Schade. Ich hätte mich mit einem GX sofort zurückgehalten. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass ich meinen Duty nutzen werde. Ich glaube, ein Match machen wir noch. Das war auf jeden Fall wieder ein Ehrenspieler, aber leider hat er aufgegeben. Er hätte ohne Probleme noch was reißen können. Gigant Mechani oder so ähnlich. Interessanter Skin. Hier beginnt. Gegner. Ich habe nur ein Ratzfatz, alles klar. Ein dummes Ratzfatz, was allerdings ich auch schnell aus dem Staub machen kann. Zwei Pokémon Center Damen habe ich ebenfalls, wovon ich das Neudesign um einiges besser finde. Okay, er hat ein Pokémon gewählt, aber welches? Ist die Frage. Ja, 3 zu. Aha, Mene gegen Cosma. Ich hab Glück. Ei! Ja, WX, den hatten wir schon mal. Und der ist ganz schön gefährlich. Wenn der mal richtig loslegt.
pro Energie, die drangelegt ist, geht der immer mehr ab. Das ist das Gefährliche an dem Typ. Ultra gefährlich. Ich hoffe, ich krieg's mit in den Kosmos gleich richtig hin. Der hat schon 2 Energien. Oh shit. Und Muskelband. Oh no. Ei. Ganz gefährlich. Der kann jetzt schon 40 Schaden auslösen. Wendest du auch mal deinen Zug? Okay. Man fuck so. Ja, ich hab einen Plan, Der Well muss auf einmal besiegt werden. Weshalb ich ratzfatz opfere und man fax so opfere, um mit Ultima Cosma ja Well auf einmal platt zu hauen. Denn den darf man nicht zu lange aufpowern lassen. Der kann jetzt schon insgesamt 40 Schaden verteilen. Damit wäre ratzfatz down. Er kämpft nicht. Er erkennt meine Taktik nicht. Glück gehabt. Ich muss den auf einmal vernichten. Mir bleibt keine andere Wahl. Und hoffen, dass er sie bis dahin kein weiteres Pokémon sieht. Damit tut er nämlich Schaden ausführen. Damit kriege ich auch mehr Preiskarten und kann mit Sonnenfilz seines GX ihn sowas von fertig machen. Dass er danach denkt, oh weia. Hätte ich mich mal lieber nicht angelegt. Manfaxo, du musst als Opfer dastehen. Kann mir eine Karte wiederholen. Denn ich brauche im nächsten Zug nicht mehr zu ziehen. Schick eh fehl. Also wenn er jetzt kein weiteres Pokémon setzt, was das? Dann vernichte ich sein Javel. Mit der GX-Attacke und tschüssi. Dieses Pokémon darf man nicht unterschätzen. Das habe ich schon sehr oft jetzt gesagt. Tja, da gibt's da ein kleines Problemchen. Mafaxo hat keine Rückzugskosten. Er ist jetzt bereit. Vernichte ihn. Das ist der Sieg. Glück gehabt und Sieg. Isabel habe ich besiegt.
kriege ein paar Coins. Aber leider reicht das nicht für... Doch! Doch! Wir kriegen zum Ende noch ein Pack! Wir kriegen zum Ende noch ein Pack! Dann können gehen wir in den Shop. Wir können natürlich Schwert und Schild nehmen, aber inzwischen sind einige coole Karten da. Auch noch aus Hartgold zu Silber sind ein paar Karten vorhanden. Also Diamant und Perl. Das sind natürlich auch noch viele alte Karten von damals. Da aber wir holen uns wieder Schwert und Schild. Weil die V-Karten gerade eben am beliebtesten sind. Und hoffen, dass hier was Gutes drin ist. Eine neue Feuerenergie. Wir haben Ilui, den habe ich doch schon in Chip Chip. Hierhin habe ich auch schon Resource. Ein großes Amulett. 30 KP plus, das ist praktisch. Shinsig, die Weiterentwicklung. Koko und Kramor. Cooles Pokémon im Thema Design. Hat sogar einen einzelnen Angriff. Also was für mein Metallteam tatsächlich, wenn ich noch die Zwischenentwicklung hätte. Aber ich glaube, die habe ich nicht. Oder habe ich sie mal gezogen? Ich weiß es nicht, aber die Entwicklungsreihe wäre interessant für mein Team. Das große Amulett wäre... Ich kann ja mal gucken, ob ich die Entwicklungsreihe habe. Sortieren nach Schwert und Schild übernehmen. Das sind alles meine Schwert und Schildkarten. Könnt ihr ja jetzt mal sehen. Celebi V, Ship, 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 Ship. Kidney, Kumano, Kofi, Dikra, Elfun, Funkia, Galafunkak. Alamauzi, Zigzaska, Colorum, Apollo, Cleo, Kramor. Ich besuche die Zwischenentwicklung. Muxo. Nein, schade. Ich habe die Zwischenentwicklung anscheinend nicht. So ein Ärgernis. Sonst wäre das eine schöne Karte gewesen. Aber immerhin habe ich schon zwei V-Karten. Und zum grünen Abschluss würde ich mal sagen, gucken wir mal aus Spaß bei Tauschen. Denn diese V-Karte von Celebi habe ich offiziell. Und gucken, was es so gibt. Komischerweise kann ich durch einen Bug... Ja, Bugs sind auf meinem Kanal. Alltag... keine Tauschsachen einlösen, also. Naja, wer wird momentan groß gesucht? Sven, Kunstrad, Lilis Pokepuppe. Die Sorge Leo, natürlich. Ich ihn immer einlösen würde. Hier, wo die Feuerenergien. Ach, diese Sonderfeuerenergien werden sehr stark gesucht. Der geheimnisvolle Schatz für 4 Euro Hut. Wer braucht 4 Euro Huts? Ganz ehrlich, wer braucht die? Hier will jemand dieses Evoli, das sehr gut ist, natürlich. Hier ist ein Booster Pack für die Karte, aber viel zu wenig. Und ich würde sie auch nicht niemals herholen, denn ist Lilly drauf und die gebe ich nicht her. Cynthia. Ist doch eine stinknormale Karte. Sind hier Toilette. Gargoyle Bravo für Tracy und sie und eine Traumagie Bravo. Ja, da wollen die GXs, da wollen sie die GXs, aber die gebe ich nicht. Ja, ein geheimnisvoller. Was haben die immer mit dem geheimnisvollen Schatz? Ach so, es ist praktisch für Drachen. Da, Celebi wollen die. Morgana V. Ich frag mich bis heute, warum das bitteschön existiert, dieses Pokémon. Und warum es wieder in Schwert und Schild reinkam.
Ist die Energie gegen Lortios, alles klar. Okay. Ist aber nicht gut. Da sind nicht allzu viele Sachen. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst nach da und bye.